Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge von A Way Out, um genau zu sein, die Folge Nummer 11. Wer die Folge 10 verpasst hat, warum wir hier im flammenden Zimmer stehen, der muss bei Micha vorbeischauen. Seine Folge kam nämlich vor ein paar Tagen online, da haben wir das Ganze alles angerichtet und er ist natürlich wieder hier dabei, ne? Hi! Hi! Ja, richtig cool. Wir werden hier jetzt Jagd auf Harvey machen und ich habe mir auch eine andere Waffe geschnappt. Wir sind bei ihm, haben wir eine andere Waffe auswählen können, haben wir im Flugzeug einen Fallschirmsprung gemacht, also mega viel Action auch schon. Wir haben mindestens schon 50 Leute getötet und wir werden wahrscheinlich immer noch ein paar vor uns haben. Frag mich echt, warum die da nie drüber klettern. Ach, wir sind bei Harvey. Jetzt sind wir fast bei ihm, ja. Okay, let's go. Ich bin nicht so gut im Aim, Leute. Habe ich gerade schon eben festgestellt in Michas Folge. Das liegt einfach daran, dass wir das Ganze auf der PlayStation 4 zocken. Ich würde das super gern echt mal wieder auf dem PC zocken. Was heißt mal wieder? Ich habe es noch nie auf dem PC gezockt. Ich glaube, das ist auch nur ein PlayStation 4 Spiel, oder? Nee, gibt es auf PC auch. Habe ich tatsächlich auch auf PC, ja. Ich würde das auch super gerne auf dem PC zocken. Aber zu zweit für uns geht das ja nicht, weil du es auf der PlayStation hast. Das Ding ist halt, auf dem PC wäre das halt viel angenehmer mit dem Aim. Das ist hier mit der Controller-Steuerung echt heselig. Wie gesagt, wie man es eben gewohnt ist, ne? Ja, klar, aber für mich, also klar, wenn man jetzt GTA oder so spielt auf Computer, da sieht man es auch. Da ist es schon einfacher, sage ich mal. Ja. Genauer. Klar, mit der Maus kannst du es einfach viel besser machen. Aber ich finde auf jeden Fall die Waffe schon mal viel besser als die ich in deiner Folge hatte. Mit der kannst du richtig reinmöllern. Okay, wir haben ja, die, ne? Ja, die ist besser als die. Du hattest da vorne Uzi, ne? Oder so? Ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall immer nur 3 Schuss abgefeuert. Sie war zwar eine schnellere Waffe als deine und auch ein bisschen kräftiger als die ich jetzt habe, aber jeweils 3 Schuss ist halt schon ein bisschen wenig. Ja. Ich habe hier eher die Langfeuerwaffe. 3, 2, 1, los. Okay. You think you just come into my fucking house? Yo! You think it's that easy to take me out? Yo! Motherfucker! Die Action lebt in deinem Kanal. Nee, eigentlich nie, aber jetzt. Eigentlich nie, aber jetzt gerade. Lol, der macht einfach alles platt mit seinem Ding. Was ist das denn für ein Sheet? Geh ein bisschen vor, ich geb dir Feuerschutz. Danke, ich komme noch nicht nach vorne. Lol, die Granate hat direkt neben mir eingeschlagen. So, ich bin vorne. Ich bin auch ungefähr da, wo du bist. Lol, Alter, wie alles wackelt. Der Typ ist doch so irre. Ist ja nur sein Haus. Ja, das ist ja egal, hat er Geld. Es geht ja eher um sein Leben da. Denn das werden wir ihm nehmen, hoffe ich doch. Boah, das war so knapp. Ich werde sterben. Der eine oben, da muss erschossen werden. Der eine oben? Bei mir? Ja, auf deiner Seite. Ich probiere es. Ich sehe den auf deiner Seite nicht. Digga, dieses Wackeln die ganze Zeit, ne? Okay, warte. Alter, warum ballert der auch auf mich die ganze Zeit mit dieser... Okay, ich habe den oberen. Ich krieg den anderen nicht, da ist ein scheiß Geländer vor. Ja, ich bin dann einfach zur Seite gegangen. Ja, genau so. So. Okay, vor. Mal nach oben. Links, ich gehe rechts. Okay, wir sind zu zweit da. Sollte eigentlich ja kein Problem mehr sein. Eigentlich nicht. Sagen wir. Yo! Digga, Alter, du bist so durch. Der wäre selber drauf gegangen. Yo. Nice. Warum er nicht tot ist, ist auch gut. Hast du mal wieder nicht gut gezielt, wa? Na.
Harvey, du Spaß. Gibst an deiner langen Runde. Kriegst, was du verdienst. Don't even think about it. Slide it over. Jo, die will ich haben. Für eine Magnum. Kannst du ja haben. Ja, Leo, mach du das mal. Du bist immer so kompetent. Ja, nimm dir die Waffe. Ah, du hast dich tatsächlich, lol. Du löst das immer so diplomatisch. Ich bin der richtige Mann dafür, ja. Ja. Wahrscheinlich stellst du ihm noch eine Frage und dann... You really think you could get away? Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. Wie meiner zittert. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it! Alright. Kriegst deinen Diamanten? Ich will eigentlich nicht meinen Diamanten. Wie du jetzt auf mich zielst. Er hat da safe eine Waffe drin. Eine Art oder so. Raketenwerfer, so irre wie der ist. Ja, irgendwas hat er da. Ja, das ist eine Waffe, ich sag's ja. Ja. Das ist ja logisch. Er nimmt sie da noch nicht mal, sondern überwältigt dies. Oh doch, er hat sie genommen. Kann ich schießen? Doch. Mach's. Nein, kann ich nicht. Schieß ihn. Ach, du kannst nicht. Du musst aber. Nice. Ich konnte nicht auf ihn schießen. Du musst aber. Dann schieß ihn doch in den Arm oder ins Bein oder irgendwas musst du aber machen. Ja, stimmt, ich habe nur auf seinen Kopf gezielt. Ich kann mich zwar bewegen, guck. Aber... Guck, guck, guck. Ey, ich muss wahrscheinlich die Waffe ablegen. Guck, siehst du das? Ich kann ihn nicht... Ja, dann leg doch die Waffe hin oder so. Da kann ich ja nicht. Ach, ich muss da was machen. Ja. Das habe ich ja nicht gesehen. Jetzt. Nice. Yo, wie der am Hals blutet. Der ist... Ich hab ihm den Hals geschossen. Hallo. Ja, klar. Der Halsschuss hätte schon... Ja. Nice. Arway ist tot. Endlich so verdient. Ich hätte ihn eigentlich direkt getötet. Aber ich konnte es ja nicht entscheiden. Oh Mann. Jetzt kriegen wir auch noch die mexikanische Bullerei auf uns. Also in den Filmen ist dann immer alles zu Ende. Da geht's ja. Dann nicht mehr weiter. Oh. Gate geht open. Oh Gott. Ja. The gate geht open. Oh nein. Ich kann kein Mexikanisch. Ich kann ein bisschen Spanisch, aber das. Ist wirklich so schlecht. Oh, gar nichts davon. Jetzt erstmal Ladebildschirm. Geil! Außer Xavi Alonso. Ja. Ah, der ewige Kreis. Der Höhle. Digga. Ja! Ich hab richtig viel Spaß. Ich flieg durch die halbe Welt, Guard. Ich bin dir eigentlich direkt auf dem Fersen. Jetzt habe ich mich von dir getrennt. Ah, da bist du ja schon wieder. Die treffen mich, Guard. Ich kann keiner treffen. Oh doch, können sie doch. Ich war auf dem Stein.
Ich frag mich, wie die mich treffen können. So wie ich hüpfe wie ein Kaninchen. Ja, ich könnte es nicht. Shit! Ich muss mal abbiegen. Ja. Muss mal abbiegen, was macht der fette Mensch? Ich fahr die ganze Zeit im Gebüsch, das ist so unpraktisch. Lol, die sind vor mir. Ich fahr ja, das hatte ich gerade eben auch. Die sind vor mir, was mach ich? Fahr hinter ihnen her. Und ich sag noch, ich fahr den hinterher. Nice. Wie kann man so gut sein einfach? Und ich tu's nochmal. Aber das habe ich nur für einen Stunt gemacht gerade eben. Ja, wuhu, genau. Wuhu, die sind direkt neben mir. Holy shit! Wow! Behind you, Vincent! Watch out! Alter, das ist so schwierig hier zu fahren. Yo, Scheißspiel. Yo, der rammt mich! Ich seh's. Die sind auch hinter mir. Das ist sexy. Sexuell unanziehend. Wie sagt man das? Ja, super. Ich habe hier gar keine Ausweichmöglichkeit. Ich gehe weg. Tschüss. Zeitlupe. Als ob wir zu viert. Hollywood-Film. Ja. Wie Uhuhu. Im Spiel. Yo. Als wäre es ein Spiel einfach. So krass. Und die schießen immer noch. Da schießen die. Ist ja nichts passiert. Ne? Da haben wir gerade wahrscheinlich den dicksten Drogenboss von denen gekillt. Irgendwie komme ich nicht so wirklich vorwärts. Ich auch nicht, ich fahre immer in die Bäume rein. Yo, haben die Raketen? Alter, ja, Raketen. Ich steck fest. Hier hat alles gewackelt. LOL. What Yo. The fuck? Hier wackelt einfach nur noch alles. Ich sterbe hier alle 3 Meter. Einmal ich auch. Komplett. Hi. Hi. Oh. Wow. Fuck. Ich bin tot. Nein. Nicht. Ich bin gerade nur durch alle Bäume gefahren, die es gab. Ich habe mich gerade fast selbst hier. Gekillt. Ich bin weg, glaube ich. Ich bin weg hier. Die haben mich gleich. Ich bin, glaube ich, weg. Oh, shit. Ja. Ja, ich habe es geschafft. Nee, doch. Nee, ich häng fest. Ja, ich war nämlich weg. Ich bin da. Komm her. Steig auf. Let's go. Ich bin der schlechteste Fahrer ever. Ich bin gerade die ganze Zeit kack. Schieß, schieß doch auf die, nicht auf. Ja. Auf wen ziehst du denn? Ich kann gerade nicht zielen. Bin die ganze Zeit so schlecht gefahren. Wie soll ich denn so zielen? Könntest du mal annähernd auf einer Straße bleiben? Nein. Wie soll ich denn sowas machen? Ich hab den Fahrer erwischt. Echt? Voll. Wie soll ich sowas machen? Ich hab den Fahrer erwischt. Da ist das Flugzeug. Das ist nicht so einfach. Spring! Spring! Ja! Du jetzt auch! Ja, das ist nicht so einfach gerade, weißt du? What the fuck? Emily, Alter. That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple. Wir haben gleich kein Geld mehr. Vincent. Wir haben Diamanten. You're not gonna hear me say this often. But thanks. Du wirst das nicht oft. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right then. Erstmal 300 Leute umgebracht und jetzt so, ja, einen Brief schreiben. Wir fliegen ja ewig heim. Ja. Kann man auch mal schreiben. Ja, freilich. Und das Porto bezahle ich mit deinem Diamanten. Was? Soll ich meine? Das ist Trinkgeld.
Ach, ich schreibe einen Brief. Oh, süß. Du pennst. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Ich hab Brief geschrieben, du nicht. Ich hab Brief geschrieben. Junge, wie die im Sturzflug ist. Ja. Wahrscheinlich landet sie innerhalb der ersten 10 Meter. Eine kleine Maschine, die kann das. Ja, ja, klar. Die Scheinwerfer gehen an. Ah, super. Ist ja geil. Geil. Das ist mal ein Empfangskomitee. Erstmal nochmal aus dem Knast ausbrechen. Hätte sie nicht einmal weiterfliegen können? Er hat uns verraten. Ja. Meiner hat ja in deiner Folge noch gesagt. Ich bin mir nicht sicher, was die Emily angeht. Everybody stand down. Ja. Jetzt kriegen wir beide eine Kugel im Kopf? Nee, glaube ich nicht. Woher wissen die das? Here you go. Good job, Vincent. I'm sorry, Leo. Willst du mich verarschen? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! No! No!
Officer down! Somebody get a damn ambulance! Er braucht keinen Krankenwagen mehr. Stay with me. Please. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. What the fuck is das für eine krasse Story? Take it easy, Leo. Shut up! Ja. Ich hab damit nicht gerechnet, weil ich kenne das ja nicht. Das ist richtig nice jetzt. You don't have to do this. Aber Micha, so leid es mir tut, du kannst nichts dafür. Get in the fucking car! Go! Die Coolen you, Leo, you need to calm down. Werden in dem Film immer gewinnen. Look, so leid es mir tut, angry. Mein Charakter angry. Wird der Coole sein. Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! I'm really sorry for everything. No, please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat! Bin so doof. Nice. Haltbarkeit. Nice. Lol, wie du mich einfach töten willst? Digga! Sch-
scheiß Cop? It's fucking insane! Gar nicht so einfach, dieses scheiß Boot zu treffen. Ja, weil ich so krass fahr. Oh, hier ist andere Boote. Digga, ist das funny. Aua. Genau erzielen. Hast du nicht nötig. Ich schaff's nicht. Du triffst mich viel zu häufig. Bei mir ist voll buggy der Regen. Chris, was machst du da? Ich kann nicht zurücken. Warum will man... das ist Amerika. Was? Ich wollte gerade sagen, warum will man immer einen sofort umbringen? Was ist... was bist du eigentlich für ein Bullenschwein? Was soll das? Ohne Spaß. Es ist aussichtslos, Leute. Das war's von der heutigen Folge. Schaut auf jeden Fall bei Micha vorbei, da wird's richtig spannend. Da gibt's jetzt den Endkampf. Ich gegen Micha, Showdown, und Emily ist natürlich auch noch dabei, nice. Ja, schaut vorbei, lasst euch total, wenn es euch gefallen hat, haut rein, bis dann und ciao, ciao. Ciao, ciao.